Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Polybitch. Halt, stopp! Etwas anderes Startbild. Genau, wir sind nämlich diese Woche in Polybitch 2. Und ich würde sagen, da starten wir einfach mal rein mit den ersten Leveln. Ich würde sagen, die lassen wir einfach mal durchlaufen. Und sobald ich ins Stocken komme, sind wir wieder da. Mal gucken, wie schnell es geht. Ja, war ja klar, dass das nicht hält. Was erzählen die jetzt so eine Scheiße? Da muss noch ein Dings drüber. Das weiß ja ich sogar. Respekt, du hast es drauf. Das hält doch auch niemals. Ah, eine gerade Strebe. Lass mich doch selber machen. Jetzt kann's sein. Easy. Jetzt aber wirklich, wir machen die Tutorial einfach mal schnell durch. Und jetzt wenden wir mal neu gelernte Skills an. Was? Und gucken mal, dass wir damit besser werden. Und die optimale Brücke bauen. Nebenbei, ich muss mal die Musik ausmachen. Ich glaube, das geht einem irgendwann. Nein. Das halte ich nicht die ganze Zeit durch. Sag ich doch. Also jetzt aber wirklich, jetzt machen wir hier durch, bis ich zu Problemen komme. Okay. Hat also nicht so lange gedauert. Das kannst du nicht ausdenken, das ist Wahnsinn. Schön, die zeigen einem sogar an, wo die Probleme lagen. Machen wir hier einfach mal. Nee, die Straße wollen wir schon auch haben. Ah, es gibt jetzt gleich eine verstärkte Straße in Polybitch 2. Okay. Gut zu wissen. Okay, machen wir da auch noch eine hin. Können wir jetzt hier nicht alles mit verstärkten Straßen ersetzen, oder? Jetzt knackt's hier gleich. Nee, geht. Wunderbar. Ich werde zum richtigen Brückenbaumeister und wir werden voll erfolgreich. Denken Sie, diese rasante Geschichte ist frei erfunden oder wird Ihr Urteilsvermögen von der Wahrheit geblendet? Oh, jetzt wird's ernst, Leute, jetzt wird's ernst. Er absolute Schwerlastbrücke, first try.
Das kann nicht sein. Das kann unmöglich sein. Denken Sie, diese rasante... Komm, da gucken wir, ob wir so optimieren können. Nein. Okay, wir lassen's. Optimieren ist nicht mein Ding, machen wir nicht. Toll! So eine Scheiße! Es geht mich wieder so auf die Nerven! Mann! Wir versuchen es mal. Ja, okay. Nee, komm, wir brauchen hier eine Stütze. Kriegt sie, machen wir hin. Vielleicht reicht das schon. Easy. Easy Ding, easy Win. Nächstes Level, ab dafür. Ach, ich bin richtig gut jetzt geworden, oder? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr meint, ob es nicht besser wird oder ob es einfach nur leichter ist. So, A1 muss noch da. So. Und der muss noch da. Easy. So. Dann muss die erste Brücke gut was halten, aber das sollten wir auch mit Holz hinkriegen. Machen das schön gleich. Kopieren das hier einfach dahin. Dann nehmen wir unser Formwerkzeug hier. Zack. So, nee. Das. Und da geben wir ein bisschen mehr dann. Da gehen wir nämlich nach unten ein bisschen mehr Bogen. Seile habe ich nämlich noch nicht. Ich das nach oben machen könnte. Wo, wenn ich die nach oben mache und die nach unten. Ja, wir gucken uns das mal an. Vielleicht nehme ich das da unten gleich nochmal weg. So. Und dann einmal so. Und jetzt verbinden wir einfach mal alles. Und dann können wir das hier unten nämlich, glaube ich, auch wieder wegnehmen. Aber wir lassen es erstmal, wir probieren es gleich erstmal aus und wenn es klappt, können wir es dann wegnehmen. Ab dafür. Ja, easy. Und unten, das können wir sogar noch wegnehmen. Ganz, ganz leicht. Denk mal, das können wir alles wegnehmen. Sag ich ja. Easy. Respekt. Jetzt kann man auch gucken, wie andere das gebaut haben, wenn man möchte. Wow, 9000 hier. Das ist natürlich krass. Was ist das denn? So eine interessante... Konstruktion. Aber die funktioniert doch nicht.
Das ist ja schlimmer als ich gebaut. Wenn wir uns hier andere Brücken angucken können, dann könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet, wenn wir mal Brücken benoten. Als ganz einfache Idee. Aber, ja gut, okay, vielleicht. Was hat der gebraucht? 13.000, was haben wir? 14.000, okay. Fehlschläge nicht anzeigen, gucken wir uns mal die günstigste Brücke an, die geschafft wurde. Hä? Was ist das denn zum Bug? Okay. Ja, nee, also solche Brücken, nee, sowas will ich nicht bauen. Der allergünstigste. Okay, also das Spiel hat anscheinend auch Bugs, die man irgendwie ausnutzen kann. Ekelhaft. Aber nee, sowas werde ich nicht bauen. Nee, ich würde jetzt nicht. Wir gucken jetzt nicht, wo der günstigste ist, der es geschafft hat. Ich gebe einfach allen anderen die Möglichkeit, mich herauszufordern. Und ich denke mal, mein Prinzip können wir hier auch nirgendwo groß jetzt verbessern. Klar, man könnte die Straße vielleicht noch. Die Straße hier ein bisschen. Muss er nicht da ganz um, er muss ihn ja nur berühren. Dann wird es vielleicht da ein bisschen günstiger. Irgendwie ist jetzt aber auch der Anreiz geschaffen, dass ich hier günstig bleiben möchte, ne? Mal wirklich günstiger geworden sind wir jetzt, glaube ich, nicht. Ach, die Brücke ist auch kaputt. Egal. Ja, haben wir geschafft. Bisschen günstiger waren wir. Ab ins nächste Level. Ah, so funktioniert Hydraulik. Gut, dass es mir wer erklärt. Was schöne Idee hier. Das sieht tatsächlich echt gut aus. Besser als ich das manchmal mache. Na, kann man was von lernen. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt nicht genau die Brücke, ne? Aber wie ist es denn, wenn wir hier gar keine Hydraulik brauchen? Weil, wenn wir keine Hydraulik brauchen, werden wir ja wahrscheinlich günstiger. So, gerade so rüber. Einmal. Ja, bin mal gespannt, ob wir jetzt hier noch eine Hydraulik einbauen oder nicht. Sieht gut aus. Aber ist halt keine Hydraulikbrücke, ne? Sind wir uns einig, ne? Aber Mission erfüllt. Mission erfüllt. Keine Hydraulikbrücke gebaut, aber... Ja, okay, komm, ihr habt mich überzeugt. Wir machen eine mit Hydraulik. Also auch eine Hydraulikbrücke kriegen wir nicht unweit teurer hin. Ich hätte jetzt gedacht, dass die teurer wird. Aber gut, der Roller ist auch nicht rüber. Aber der Roller wiegt nicht viel. Mal ganz ehrlich, der Roller wiegt nicht viel. Ja, easy. Easy. Okay, jetzt haben wir auch eine Zugbrücke draus gemacht. Ich bin stolz auf mich. War die sogar günstiger als... jetzt die andere? 14.500? Okay. Ihr wisst es, ihr habt es im Video gesehen. Ich weiß es gerade nicht. Aber okay. Okay, der will also hin und zurückfahren. Easy, bist du auch ein Taxi. Dafür sind Brücken gemacht.
Sie sind meistens für mehrfache Benutzung ausgelegt. Seien sie wurden von Spedbar gebaut? Gerüchte. Sieht soweit easy aus. Bin ich so viel besser geworden? Warum sind wir so günstig im Budget? Ist Polybisch so viel leichter? Halber Preis. Ja, easy. Easy. Gut. Weiter. Seilunterstützung. Okay. Ja, wir nehmen mal wieder das hier zur Hilfe. Was hätten wir hier? 26 hätten wir genau. Dann könnten wir ja den nächsten voll machen, da wird die Feuerwehr nicht hochkommen. Aber das sollte sie schaffen. Glaube ich. So, jetzt machen wir das. Das Ding kopieren wir uns wieder. In der Hoffnung, dass es jetzt diesmal geht. Letztes Mal hat es ja nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich probiere nochmal. Wir können ja hier oben ein bisschen. Sollte gehen. Ja, scheint überall zu passen. Ich glaube, die Seile brauchst du aber auch wirklich. Aber ey, was ist mit mir los? Im Budget, First Try, günstiger. Ich bin verblüfft. Jetzt wollen sie es aber wissen. Die haben mir gerade zugehört. Aber da haben wir unten einen Pfeiler. Das heißt, wir gehen nach unten. Das jetzt auch noch hält. Ich bin beeindruckt von mir. Okay, hier braucht man eine verstärkte Straße anscheinend. Was kostet eine verstärkte Straße? Kostet das? Jetzt könnten wir auch noch versuchen, einen Bogen drüber zu machen. Vielleicht von hier bis hier. Ja, das machen wir auch. Ich wollte schon fast sagen, das sieht gut aus. Aktuell haben wir eine Budgetüberschreitung, aber... Sind wir schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, Hauptsache wir bestehen das Level? Wir gucken mal, ob wir es optimiert bekommen. Und immer noch über dem Budget. Wir lassen das mit dem Optimieren einfach sein. Ich bin da nicht der Typ für. Definitiv nein. Ich bin nicht der günstigste Brückenbauer. Aber ich werde der beste Brückenbauer. Nein, 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 nein. So, und damit ab ins nächste Level. Manchmal ist die beste Lösung, über eine Spalte zu springen. Das lassen wir jetzt unkommentiert stehen. Dreiecke, immer Dreiecke. Eigentlich. Das hier ist nicht wirklich ein Dreieck. Aber jetzt. Wir sind im Budget und haben keine funktionierende Brücke. Okay. Ja, da liegt wirklich Last drauf. Dann machen wir gleich Stahl hin. Dann machen wir erstmal eine verstärkte Straße hier und da. Und dann nehmen wir hier noch Stahl. Thank you.
Okay. Gucken wir, ob er so weiterkommt oder ob wir wirklich eine Straße wegnehmen müssen. Und hier als Landezone dran setzen. Müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Und da wir gelernt haben, verbessern kann er eh nicht. Es bleibt jetzt so. Eigentlich wollen sie, dass wir eine Zugbrücke bauen, ne? Eigentlich. Aber ihr wisst es inzwischen. Ich baue lieber andere Brücken. Nee, das geht so nicht. Wir probieren es einfach mal. Könnte vom Prinzip her funktionieren. Dass die immer Zugbrücken wollen, wenn sie gar nicht erforderlich sind. Das geht doch viel günstiger. Geht viel günstiger. Ja, nee, ist klar. Okay, hier müssen wir schon auf jeden Fall höher. Okay, und da wird es noch nicht halten, das ist klar. Und wir sind im Budget. Easy Ding, easy Win. Aber damit würde ich sagen, haben wir die erste Folge auch abgeschlossen. Es funktioniert unwahrscheinlich gut. Also entweder Möglichkeit 1 ist, wir sind noch so weit am Anfang, dass selbst ich es hinkriege. Oder ich bin so gut geworden, dass ich jetzt Podibitch 2 schaffe. Könnt ihr selber entscheiden, schreibt es in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!